Und weiter geht's mit neuen Karten. Und zwar der Anomal Farms RCS. Also die Karte ist Rockrop Ready von Anomaly Customs. Eine Public Beta ist als V1 eingetragen. Also ja, ist eine V1, sagen wir es mal so. 25 Flächen. So schaut das Ganze aus. Angeblich sollte die Karte ja seit den LS17 vorhanden sein. Und ja, so schaut die Karte aus von der PDA her. Die ganzen Gebiete gehören einem schon. Und ja, die anderen Felder kann man dazu kaufen. Ja, Farmhaus haben wir hier, diverse Tiere haben wir hier. Hier unten zum Beispiel sind die Hawk, also ich schätze mal Schweine. Dann haben wir hier dreimal Kühe, dann haben wir hier noch einmal Kühe. Und ja, das schauen wir sich dann alles doch schön an. So, Roggen und Alfalfa hatten wir hier als zusätzliche Karten. Ja, genug Gebiete hat man auch schon. Der Wachstumskalender ist nicht verändert worden. Die zusätzlichen Früchte sind natürlich auch schön da. Verkaufspunkte haben wir auch für, wenn ich so durchschaue, für alles. Oder? Ja, hat man. Gut, Stadtfahrzeuge sind keine da. Ja, Hauptmann, also Schweine, Kühe, Kalf, also Kalf, Kalb, würde ich mal sagen. Kühe, Kühe. So, Verträge gibt es auch. Gut, Fermenting Silo und Greenhouse hat man auch schon. Also die grünen Häuser. Ja. Gut, das ist Übersetzung ins Englische. Ja. Hier haben wir Hühnchen schon. Die wurden aber nicht angezeigt, die Hühner. Ich glaube, die laufen hier einfach so rum. So, hier am Hof starten wir. Das sollte unser Hof sein. Mit den ganzen, ja, was man halt alles hat. Kann man alles bewirtschaften. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Verträge, ja, Stadtfahrzeuge habe ich gerade gesagt, haben wir keine hier. Das wäre dann das nächste. Und ja, eigentlich geht das hier nur auf ja, einen Hof hinaus, weil ja, das Ganze ist eben auf einmal zu kaufen. Ja, das Ganze braucht man auf einmal und ja, das. Ja, eigentlich auf zweimal das große Gebiet, das 1 und das 22er Gebiet. Oder? Ja, hier sind die Kühe. Dann haben wir hier unseren Händler. Schauen wir mal, was wir da so alles stehen haben. Da haben wir, ja, ist ein Händler. Rundumsicht, ja, kann man lassen. Gut, und dadurch, dass diese Karte auf Forbidden Moos rausgekommen ist, schauen wir sich einmal die Verträge an, so. Nicht Verträge. Ah, die ganzen. Ja, also die Logs. So, Invalid Field Type. Getrockneter Mais. Okay, Grain XML, das ist nicht eingetragen. So, Keyframes Not. Okay, irgendwas bei Ranch House. Da klappt irgendwas nicht. Greenhouse i3D ist zu groß, also ja, das Spielerlebnis wird das Ganze hier nicht beeinflussen, weil es eigentlich nur um die 3Ds geht, aber das beeinflusst eben oder kann die FPS beeinflussen in gewissen Situationen oder ja, wenn man in gewisse Richtungen hinschaut. So, ja, das ist was. Auch beim neuen LS dazu kommt, aber nur viel besser, nämlich Nebel und Wolken und. Ja, an und für sich eine schöne Karte. Ich persönlich ist nicht meins. Sagen wir mal so, aber es gibt sicher genug Leute, die diese Karte sicher oder wahrscheinlich spielen werden und wahrscheinlich bis zum 22. Mal. Aber gut, eine zweite neue Karte haben wir heute auch noch. Böhönie.
Von Hegivadash. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, hier starten wir. Ja, rund um 60. Finde irgendwie. Ja, eine Karte im ungarischen Stil zu 85% nach realer Topografie. 69 Felder unterschiedlicher Größe. Auf jeden Fall meiner Meinung nach besser im Prinzip als die vorhergehende, vor allem wie das hier alles aufgeteilt ist. Ja, da hier unten wäre unser Hof. Zusätzliche Früchte haben wir keine. Und der Wachstumskalender passt auch soweit. Dann verkaufen kann man soweit auch alles. Saatgut kann man verkaufen und kaufen. Das hat was. Das kann man nicht auf jeder Karte. Ja, so, kein Stadtfahrzeuge, Schafweide, Freiland, Hühnerstall, Kuhstall, Kuhstall mit Weide, Schweinestall und Stall für Milchkühe hat man hier. Verträge gibt es hier leider keine. So, Schlammsystem ist verbaut und ja, zusätzliche Mods benötigt man auch. Und ja. So schaut es eben aus hier. Ich gehe ein bisschen runter, damit dass man irgendwie das Feeling auch einfangen kann. Beziehungsweise ich versuche das Feeling besser einzufangen. Ha, ein Storch. Ah, das ist schön. Ist wirklich schön. So, was haben wir sonst noch hier? Ja, eigentlich sonst nichts. Ja, die Felder und alles schaut auch recht schön aus. Diese Felder hier hat man auch schon im Besitz. Eben ist nicht, also von dem hier eine schöne Karte. Ja, da fehlen jetzt nur noch die Lok. Schauen wir mal, haben wir hier ein paar Fehler drinnen. Nein, das sind meine Fehler, das sind immer bei mir drinnen. Nein. Okay. Warnings, okay. Sollten das Spiel nicht so großartig beeinflussen? Ja, also von den Fehlern hier und alles drum und dran, auf jeden Fall ein Versuch wert. Schaut nicht immer so schlecht aus. Das hier wäre unser Hof, den wir schon im Besitz haben, und das ist auch der einzige Hof. Naja. Ist eben der einzige. Aber gut, kann man im Prinzip eigentlich so lassen. Multiplayer kann man spielen halt. Ja, der zweite muss sich seinen Hof selbst bauen. Und im Großen und Ganzen wirklich nicht schlecht. Also auf jeden Fall spielen kann man sie diese Karte. Ulusovo V6 ist die erste Update-Karte heute von Mark Modding. So, Verkehrmakerei. Sammlerstücke oder Eiersammlung, Wald und. So. Hier wurde Folgendes geändert. Und zwar drei spielbare Bauernhöfe. Auf jeden der statischen gibt es zu öffnende Tore, sodass sie weiterhin spielen können. Okay. Maschinenwerkstatt. Maschinen erscheinen nach dem Kauf auf dem Bauernhof des Bürgermeisters, also das ist eher für was für RP. Kauf hi hinter einem der statischen Häuser. Okay, 19 Felder und 2 Wiesen sind dazugekommen oder was? Keine Ahnung, wie das war. Ein Kuhstall und ein Hühnerstall auf jedem Bauernhof, das sollte es dort geben. So, und noch etwas in eigener Sache: In der Beschreibung ist ein Link zu Glim und dort kann man den LS25 gewinnen. Natürlich im Year One Bundle. So, das waren die ganzen Bilder zu der Karte. Für den Dieck. So, 7 Höfe mit Farmhaus, 3 ohne. Multiterrain, Multifood, Mais Plus kompatibel. Ja, Production Refund, eine Vierfachkarte, Precision Farming von NDS Modding kommt diese Karte. Ja, was wurde hier geändert? Sorry, bin auch nur Mensch. Ja, klar, kein Problem. Dafür sind ja ist ja die Rubrik Updates da. Ja, der Schilderwall ist jetzt weg. Zweitens braucht im Gegensatz zur V1 doch ein neues Savegame.
So, ja, ich hatte die Ö in UE umbenannt und das Game keine Sonderzeichen mag. Der Rest folgt dann im LS25. Ja, passt. Finde ich super. So schaut die Karte aus. Und ja, schöne große Karte eigentlich. Also da steckt wirklich viel Arbeit drinnen bei dieser Karte. The Little Land of America von Gizmo Modding. So, 44 Felder, 8 Weiden, 5 Bauernhöfe. Ja, hier gibt es 5 zusätzliche Muster, die man herunterladen sollte. Ja, soweit zu Eckdaten. Version 2. Entfernung der Railway Ziganos. Kostenpflichtig durch die Brennerei. Neuer Mod, da ist neuer Mod erforderlich. Am selben Ort wie der vorherige Mod. Eine Verkaufsstelle neben der Tankstelle wurde hinzugefügt, um alle Produktionen zu verkaufen. Da ist ein neuer Mod erforderlich. Okay, dann neue Benutzer, definierte Beleuchtung, Helligkeitsfarben, die im Gameplay zufriedenstellen sollte. Und ja, gut. So schaut die Karte aus. An und für sich, ja, eine amerikanische Karte halt. Halbwegs große Felder, rechteckige Felder. Ja, wer es mag, kann es gerne spielen, wie üblich. Karasch, eine Karte, da haben wir 59 Ackerflächen von Honvéd V1001 natürlich. So, geändert wurde. Unnötige Animationen wurden gelöscht. Größe der Karte wurde optimiert, also sie ist jetzt kleiner. 50 bis 59 Ackerland, da wurde der Preis optimiert. In der Kirche gibt es nur Mittagsglocke und die Messe. Die Logos wurden vom Zug gelöscht. Und ja, hier kann man sich einmal ein bisschen die Karte so anschauen. Leider gibt es keine PDA, finde ich, wirklich ein bisschen blöd. Les Cox des Montagnes von, sagen wir mal, Screens 76 und ein paar anderen. Gut, 46 Felder, 5 Wiesen, 18 Wälder, 2 Kuhweiden, Ziegenweide und. Das verbesserte Tier, das Attachable, wie heißt das jetzt noch? Jetzt fällt es mir nicht ein. Aber ihr weißt, was ich meine. Das verbesserte Tiersystem und Platinum DLC ist nicht kompatibel mit dieser Karte. Geändert wurden hier dann folgendes. Und zwar das Problem mit dem Flüssigkeiten-Silo wurde behoben, das sie daran hinderte, Produkte in den Lagerraum abzuladen. Der Höhenmistauslöser wurde verschoben. Ersatz des Kartoffelverkaufsauslösers bei Agraria. Ersatz, also der wurde ersetzt sozusagen. Ja, Reparatur von Fahrzeug- und Fußgängerspuren im Dorf. Dann Änderung des Verkehrs und des Verkaufs- und des Reparaturträgers beim Händler. Achtung, wenn Sie diesen Werkstattträger installiert haben, löschen Sie ihn und installieren Sie nach der Aktualisierung der Karte erneut. Dann Ersatz der Absperrung der Wiesen und der künstlichen Tiere des Händlers. Einige Dekorationen wurden korrekt ersetzt. Einige Auslöser im Tiergebäuden, Ziegen, Kühe, die wurden verschoben, behoben. So schaut die Karte aus. Und ja, das war es dann auch mit dem Map News für heute. Und nicht vergessen, unten in der Beschreibung sind nicht nur die Karten verlinkt, sondern ist auch der Link zum Gewinnspiel von Gleam. Da kann, wie schon gesagt, einer von euch den LS25 im Year One Bundle gewinnen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.